heute Morgen bin ich aufgewacht und ab und zu kommt es vor, dass ich dann nochmal entweder über Träume nachdenke oder was auch immer, was mir halt so in den Kopf kommt. Und da hatte ich heute Morgen ziemlich gute Ideen und zwar in Bezug auf eine Sache, über die ich schon länger nachgedacht habe. Und zwar inspiriert von einem Buch, Moment, von Werner Kollard, Die Ordnung unserer Nahrung. Das ist eins der Bücher, oder das ist das Buch, was mich am meisten inspiriert hat in Bezug auf Ernährung. Und das Interessante an dem Buch ist, es ist auch schon 60, 70 Jahre alt, was er dort schreibt. Und was mich halt eigentlich sogar erschüttert hat, ist die Tatsache, was er schon damals alles wusste. Und wenn ich das so durchlese, ist es so, als wäre das ein brandneues Buch mit brandneuen Erkenntnissen. In Wahrheit sind die total alt. Und eine Geschichte, auf die ich jetzt also zu sprechen kommen möchte, ist die Tatsache, er hat es so formuliert, dass der Erwachsene, wenn er Fleisch isst, sozusagen verweichlicht. Mit dem Ergebnis, dass er sehr viele Elemente, also sehr viele Nährstoffe aus der Nahrung nicht mehr extrahieren kann. Und insbesondere halt, wenn er genügend Eiweiß hat in der Ernährung, was ja bei Fleisch der Fall ist, da bekommt man ja ein relativ vollständiges Eiweißprofil angeboten. Und wenn der Körper das bekommt, dann neigt er dazu, auch wenn ansonsten in der Nahrung zu wenig drin ist, neigt er nicht dazu, durch irgendwelche Gefühle, wie zum Beispiel Appetit oder Hunger, zu signalisieren, dass ihm was fehlt. Sondern er umgeht das Problem, indem er einfach die Reserven aktiviert und dann aus allen möglichen Depots und Lagerstätten dann zum Beispiel die Mineralien verfügbar macht, speziell aus Knochen und aus Zähnen, was dann halt zum Knochenverfall und zum Zahnverfall führt. Über die Dauer der Jahre. Und das ist genau das, was man heute verbreitet beobachtet. Zum Teil auch noch mit den Begriffen Zivilisationskrankheiten bezeichnet. Und ja, er hat dieses Phänomen auch als Mesotrophie bezeichnet. Also es ist eine Mangelernährung. Sozusagen nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das hat mich dann ins Grübeln gebracht, weil ich mir dachte, also wenn der Körper an Reserven geht, dann muss er ja welche haben. Da aber das Kind genauso ernährt wird wie der Erwachsene, habe ich mich gefragt, wie ist es möglich, dass das Kind überhaupt oder im Laufe der Kindheit überhaupt erstmal Reserven aufgebaut werden, von denen der spätere Erwachsene dann überhaupt erst zehren kann. Das war so ein Widerspruch in seiner Theorie und da bin ich auf den Grund gegangen. Und dazu hatte ich heute Morgen folgende Idee. Es hat zu tun mit einem Thema, was ich schon mal angesprochen habe, nämlich mit der sogenannten Konfrontation. Also es ist das so, wie ich das beschreibe und nenne. Und damit meine ich eben nicht nur, also ich betrachte den Mensch ganzheitlich und betrachte alle möglichen Sorten von Konfrontation als mehr oder weniger gleichberechtigt. Wobei man sich also auf Körperebene, auf geistiger Ebene und auf seelischer Ebene konfrontieren kann. Und hier sind mir dann so ein paar Aspekte in den Kopf gekommen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass das Kind ja aufgrund seines Lernens und aufgrund seiner Kindheit, weil es vieles noch nicht weiß, ist vieles für das Kind neu. Und dieses ständig Neue ist eine Konfrontation, die das Kind dazu bringt, insgesamt sozusagen aufmerksamer, präsenter zu sein und diese Präsenz, die dann im geistig-seelischen erkennbar ist, dadurch, dass das Kind sehr flexibel ist, dadurch, dass es sehr aufmerksam ist, dadurch, dass es sehr intelligent ist und so weiter, scheint auch auf Körperebene dazu zu führen, dass das Kind diese relativ minderwertige Ernährung, bestehend halt aus dieser typischen Fleischmischkost, relativ gut verwertet und sogar in der Lage ist, Lager zu füllen. So, und jetzt die Frage, wie kommt es dazu, dass der Mensch, wenn er erwachsen ist, auf einmal verweichlicht? Und das hat damit zu tun, natürlich einerseits, dass die Ernährung
wesentlich hochwertiger sein könnte. Und andererseits damit ganzheitlich betrachtet, dass der Erwachsene kaum noch konfrontiert wird. Das heißt, er geht zur Arbeit, also der Standard-Erwachsene geht zur Arbeit, hat relativ viel Routine, dadurch halt relativ viel Langeweile, lernt nicht mehr so viel Neues dazu wie das Kind und so weiter und so fort. Und wenn der Mensch halt oder der Erwachsene dann halt eine Herausforderung braucht, mal ein bisschen Aufregung, dann geht er zum Beispiel ins Kino und oder liest ein Buch und so weiter und so fort. Also es fehlt einfach so an diesen Anregungen, an diesen Herausforderungen, die das Kind noch gehabt hat. Es gibt hier aber interessante Ausnahmen. Eine ist zum Beispiel die Schwangerschaft. Man weiß, dass Frauen während der Schwangerschaft die Nahrung wesentlich besser verwerten. Und dies ist daher der Fall, so meine ich das jedenfalls, weil die Schwangerschaft für die Frau eben eine Herausforderung darstellt und natürlich auch später noch die Stillzeit und überhaupt das Kind, mit dem Ergebnis, dass die Schwangere, jetzt speziell die Schwangere, wegen dieser besseren Verwertung der Nahrung sich eigentlich gar nicht anders verhalten müsste, also gar nicht mehr essen müsste. Und das Interessante ist jetzt Folgendes. Es ist ja so, das wisst ihr alle, dass Schwangere oftmals irgendeinen Heißhunger haben auf irgendetwas. Und diese Gefühle, diese Symptome haben die normalen Erwachsenen überhaupt nicht mehr. Weil nämlich aufgrund dieser Konfrontation auf einmal der Körper merkt, oha, ich habe ja einen Mangel, den muss ich auch irgendwie kommunizieren und auf einmal kommt dann wieder dieser Appetit, der auf den Mangel aufmerksam macht. Und der verweichlichte Erwachsene, also zum Beispiel in der Bevölkerung eben nicht Schwangere und Männer, die sind dermaßen sozusagen unbewusst, dermaßen wenig herausgefordert, dass der Körper gar nicht merkt, dass er im Mangel ist. Und das gleiche Phänomen kann man auch hervorrufen mit Fasten. Auch das ist erforscht. Man weiß zum Beispiel von intermittierendem Fasten, das heißt eine Abwechslung zwischen Fasten und Essen. Und überhaupt durch das Einbringen mehrerer, also oder regelmäßiger Fastenperioden in die Ernährung, dass auch das Fasten dermaßen konfrontiert, dass der Körper erstens auf einmal wieder schaut, wo ihm was fehlt. Und dann halt auch Dinge, die er nicht braucht, beseitigt. Deswegen ist das Fasten ja eine Möglichkeit, sich zu heilen. Andererseits ist es auch so, dass regelmäßige Fastenperioden dann wieder dazu führen, dass der Erwachsene auf einmal wieder ein Gefühl dafür hat, was ihm fehlt. Und dann kommt es auch vor, dass er bei der Wahl der Nahrungsmittel dann viel bewusster ist, viel präsenter ist und dann entsprechend günstig wählt. Zu seinen Gunsten in Richtung Heilung. Deswegen ist gerade auch die schleimfreie Heilkost, die Arnold Ehret ja sozusagen etablieren wollte, kombiniert mit Fastenzeiten eine sehr, sehr heilsame Kost. Auch unter anderem deswegen, weil ja die schleimfreie Heilkost, weil sie eben eine vegane Kost ist, sowohl hochwertiger ist als auch die Fähigkeit besitzt, zu konfrontieren. Also es gibt dann noch die dritte Möglichkeit. Und das ist die, die auch Werner Kollat in seinem Buch beschrieben hat. Er hat ja versucht, eine Ordnung in den verschiedenen Ernährungssystemen und den Arten der Ernährung zu schaffen. Und das hat er auch gut gemacht. Es hat also eine zweiseitige Tabelle, bietet er an, hier irgendwo. Die muss ich euch eigentlich nicht zeigen, aber ich kann mal trotzdem kurz so von Weitem, wie sowas aussieht. Da hat er also sehr viel mit Schraffur und so weiter gemacht und hatte versucht, da eine Systematik reinzubringen, damit es für den Anwender nicht so kompliziert wird. Und er beschreibt eben, dass wenn der Erwachsene also seine Ernährung ändert, Richtung roh vegan, dann bewirkt allein das schon eine Konfrontation, die bewirkt, dass er sich dann letzten Endes besser ernährt, dadurch, dass er auf einmal wieder viel aufmerksamer ist. Dahingehend, dass er merkt, was ihm fehlt, mit dem Ergebnis, genau wie bei der Schwangeren, dass er die Ernährung oder die Nahrung besser verwertet. Und hier gibt es eine ganz interessante Stelle, die mich total aufgemischt hat und aufgebracht hat, weil es bis heute einfach noch nicht das übliche Wissen ist, das Standardwissen oder die herrschende Meinung. Und zwar in Bezug auf Phytine
Und Lektine, also einfach gesprochen Fraßgifte, die speziell halt in Kräutern und in nicht gekeimten Samen vorhanden sind und die das Keimen hemmen. Und da der Keimvorgang ja vergleichbar ist mit dem Verdauungsvorgang, nämlich Keimen und Verdauen bedeutet nichts anderes, als Nährstoffe in eine Transportform zu bringen, also in eine Form, die es ermöglicht, die Nährstoffe im Transportsystem des Körpers bzw. der Pflanze, das ja über Wasser funktioniert, eben transportieren zu können. Und diese Phytine und Lektine, die bewirken oder die blockieren, solange der Körper eben nicht darauf eingeht, dass die Verdauung eingeschränkt wird. Und dies führt durchaus zu einem Mangel. Das Interessante ist, dass man heute wie auch damals üblicherweise Wirkung nur über einen Zeitraum von 3 Monaten beobachtet. Das heißt also, wenn Medikamente auf den Markt kommen und es gibt irgendwelche Studien, die dauern meistens nicht länger als 3 Monate. Und genau deswegen hat man damals übersehen, dass sich der Körper bei manchen Menschen schon innerhalb der 3 Monate, aber überwiegend erst nach diesen 3 Monaten so umstellt, dass er die Phytine und die Lektine dann in der Lage ist, zu verarbeiten, also zu beseitigen, derart, dass dann der Körper dann doch noch in der Lage ist, an diese Nährstoffe ranzukommen. Und das sollte eigentlich Allgemeinwissen sein, ist es aber nicht. Das heißt, man muss eine vegane Ernährung möglichst auch roh gestalten, damit der Körper in die Konfrontation oder über die Konfrontation dazu gelangt, die Nahrung wieder besser zu verwerten. Was sich zum Beispiel darin äußert, dass er eben in der Lage ist, die Phytine und die Fraßgifte allgemein gesprochen zu beseitigen und dann eben die roh vegan angebotene Nahrung besser zu verwerten. Und wenn das, sobald das der Fall ist, ist das roh vegane die beste Ernährung. Auch das geht aus verschiedenen Argumenten hervor, aus diesem Buch. Ich werde die dann in einem anderen Video, beziehungsweise habe das vielleicht schon getan, dann auch mal ansprechen. So, jetzt nochmal zusammenfassend. Also, worum geht es mir hier? Es geht darum, dass der Mensch als Ganzheit betrachtet, wenn er konfrontiert wird, allgemein gesprochen konfrontiert, auf einer der 3 Ebenen Körper, Geist oder Seele, dass das dazu führt, dass er gerade auf Körperebene in die Lage versetzt wird, die Nahrung besser zu verwerten. Und dass die übliche Lebensart in unserer Gesellschaft dazu führt, dass der Mensch insgesamt verweichlicht, von wegen Warmduscher zum Beispiel, das ist auch nur eine Sache. Man kann den Körper nämlich auch oder den Menschen als Ganzes auch konfrontieren, zum Beispiel über Kneippkuranwendungen. Das heißt, dass man ihn eben konfrontiert mit Heißreizen oder mit Kältereizen. Das ist genauso gut. Deswegen funktioniert auch die Kneippkur. Also insgesamt, es ist möglich, den Körper oder den Menschen als Gesamtheit auf jeweils einer der 3 Ebenen zu konfrontieren und dadurch insgesamt in bessere Zustände zu versetzen. Das kann sein, Heilung auf Körperebene, eine bessere Verwertung der Nahrung zum Beispiel, wie hier angesprochen. Das kann sein, Heilung auf Seelenebene, geistiger Ebene, mehr Klarheit, mehr Konzentration und so weiter. Und es kann bedeuten, eine Heilung auf Seelenebene, zum Beispiel, dass sich einfach insgesamt die Psyche verbessert, dass man besser, dass man leistungsfähiger ist, dass man, was heute ja so oft gefordert wird, belastbarer wird oder einfach nur belastbar ist und so weiter und so fort. Also man kann über die Konfrontation immer eine deutliche Verbesserung der Gesamtverfassung erreichen. Und dazu möchte ich noch mal kurz etwas zitieren von Maria Montessori. Da gibt es nämlich ein Zitat, was ich auch nicht übersehen habe. Montessori schreibt nämlich in einem ihrer Bücher, hier speziell Erziehung für eine neue Welt. Auch das ist schon mal ein sehr interessanter Titel. Da schreibt sie unter anderem. Also es geht um Kinder, die in ihrer
in ihrer speziellen Einrichtung, diesen sogenannten Casa dei Bambini, sozusagen mit ihrer Methode unterrichtet worden, in Klammern unterrichtet, weil sie unterrichtet ja nicht, sondern bei ihr gibt es ja Freiarbeit. Und sie sagt dann als Ergebnis davon Folgendes: Unfassbar war hingegen, dass sich auch der Gesundheitszustand der Kinder verbesserte. So verbesserte, als hätten sie sich einer Heilkur unterzogen. Sie waren anämisch, das heißt also blutarm. Das ist eine Bezeichnung für einen Eisenmangel, der sich darin äußert, dass man ein relativ blasses Gesicht hat, während halt rote Bäckchen und ein etwas mehr Farbe, also leicht rosafarbenes Gesicht, das normalere ist. Sie waren anämisch gewesen, sie waren weiterhin unterernährt und trotzdem verbesserte sich ihr Kreislauf und sie wurden gesünder. Obwohl mir als Ärztin diese Tatsache damals unglaublich erschien, musste ich einsehen, dass gewisse Bedingungen, welche die psychischen Bedürfnisse erfüllten, offensichtlich auch Einfluss auf den körperlichen Zustand hatten. So kam der Zeitpunkt, da die Ärzte unsere Casa dei Bambini als eine Art Kurort empfahlen. Also das muss man sich mal vorstellen. Die Montessori war ursprünglich eine Medizinerin gewesen, also Ärztin, ist dann durch einen Zufall darauf gekommen, dass es Methoden gibt, die pädagogisch wirken, hat die dann verfeinert und wurde dann eigentlich eine Pädagogin. Und sowohl die Ärzte wissen nicht, dass die Montessori mal eine Ärztin war, als auch die Pädagogen wissen nicht, dass die Montessori mal eine Ärztin war. Ja, also dies noch so zum Abschluss als Bestätigung für das und insgesamt einfach, ich habe also im Prinzip meine eigene Erfahrung, mein eigenes Denken, dann die Anregung von Collard, als auch von Montessori. Das sind sozusagen drei verschiedene Quellen, die alle zu demselben Ergebnis münden. Und so hoffe ich, dass auch ihr euch inspirieren lasst. Ich wünsche euch alles Gute.